Moin Freunde, willkommen bei mir im Garten. Endlich, endlich ist es soweit. Mein Freund, der Dietrich von der Altstadtbäckerei Ballmeier. Wenn ihr noch nicht wisst, wer das ist, ich war vor 2 Jahren eingeladen auf die Deutsche Grillmeisterschaft und dort war ich den ganzen Tag am Stand von der Bäckerei Altstadtbäckerei Ballmeier und habe am Tandoor gegrillt. Ich werde versuchen, euch jetzt ein Stück einzufügen aus dem Video. Also was zu sagen, wir sind hier am Stand von der Bäckerei Ballmeier. Die Altstadtbäckerei Ballmeier. Ballmeier in Fulda. Und der Dietrich, der macht auch was ganz Besonderes. Der hat ganz spezielle Burger Buns und viele Burger Buns, aber da kann uns der Dietrich wahrscheinlich noch was dazu sagen. Und was ich vorab schon mal ankündigen kann, ihr habt solche Buns noch nicht gegessen. Und das zweite ist, es wird auch demnächst in naher Zukunft, aber da werde ich noch im Video was sagen, wird es auch einen Online-Shop geben, wo man diese tollen Buns bekommt. Aber da kann der Dietrich uns noch was zu sagen, der hat die Buns entwickelt und ja. Dietrich. Ja, hallo. Mein Name ist Dietrich Friesen. Ich bin der Inhaber der Altstadtbäckerei Ballmeier. Ja, wir haben vor 6 Jahren haben wir angefangen mit den ersten Sorten Burgerbrötchen. Waren relativ schnell auch da, wo die Kundschaft uns haben wollte. Haben angefangen mit 1-2 Sorten. Mittlerweile sind wir bei 36 Sorten Burgerbrötchen. Viele Leute, also Kunden, sagen wir so, die Burgerbrötchen kaufen bei uns, sind erstmal überfordert mit der Vielfalt. Aber ja, also ich stelle immer die gleiche Frage, was habt ihr überhaupt vor? Das heißt, wir machen die Burgerbrötchen geschmacklich auf jeden Fleischsorte oder sagen wir so jetzt Hähnchen, Fisch, also praktisch zu jedem Fleisch passen wir das Brötchen an. Und das ist für uns wichtig, dass die Kunden wissen, was sie da essen und nicht irgendwie von irgendwelchen Gewürzen einfach übertönt werden. Deswegen arbeiten wir auch sehr gerne mit dem alten Gewürzamt zusammen, also wir verarbeiten sehr viele Gewürze von alten Gewürzen und ja, es sind sehr hochwertige Gewürze, aber man braucht halt sehr wenig. Und im Teig ist es einfach wichtig, dass wir diese Intensivität haben vom Gewürz, aber halt das Know-how, das ist einfach da. Und natürlich jetzt in der Kombi hier mit Valentin und diese ganze Geschichte mit dem Tandoor, also einfach nur irre. Ja, es macht wirklich aus Leidenschaft wird Freundschaft und das stelle ich immer wieder fest und das freut mich. Video von damals. Wenn es nicht klappt, dann werde ich es euch in der Videobeschreibung verlinken. Was hat es sich oder heute auf sich mit dem Video? Der Dietrich, wir haben es damals schon gesagt, vor 2 Jahren, möchte gerne einen Online-Shop eröffnen und es ist endlich soweit, der Online-Shop ist online. Was gibt es? Es gibt Gebäck. Er ist halt Bäckermeister und er hat, also alles, was ich bis jetzt von Dietrich probieren durfte, war grandios. Und der Dietrich, der hat Folgendes gemacht, der hat im Laufe seiner Zeit hat er an die oder mehr als 40 Burger-Bun-Rezepte entwickelt. Und das ist nicht alles, es sind solche großartigen Sachen da entstanden. Wir haben eine kleine Auswahl von wirklich minimal, ein Zehntel quasi. Wir haben hier zum Beispiel Burgerbrötchen Roggen, wir haben hier Burgerbrötchen Pfeffer, das ist halt wirklich so, ja, Steakpfeffer ist da drauf. Dann haben wir hier Kurkuma Orange und dann haben wir hier Crispy und Pfeffer. Also hier oben ist halt so eine Art Crispy drauf und halt auch Pfeffer. Der Dietrich hat richtig außergewöhnliche Sachen. In den Shop kommen die 10 beliebtesten Burger Buns. Da könnt ihr euch die natürlich dann aussuchen, was ihr gerne möchtet und probieren. Wer in Fulda lebt, der kann natürlich auch persönlich vorbeigehen. Da ist die Auswahl natürlich immer ein bisschen größer. Des Weiteren kommt Dauergebäck in den Shop. Und einige oder eine kleine Auswahl an Broten, die gut verschickt werden können. Diese Brote, die sind natürlich auch frisch zubereitet und es wird halt täglich dann sofort verschickt. Und eins sollte ich auf jeden Fall noch erwähnen, was dem Dietrich ganz wichtig ist. Es wird ohne irgendwelche künstlichen Aromen oder Zusatzstoffe gearbeitet. Also das
Das war ihm so, so wichtig, dass ich das erwähne, weil es überall steckt irgendwo mittlerweile was drin. Und das ist halt wirklich nur noch wirklich ehrlicher Handwerk und Handwerkskunst. Hier ist zum Beispiel, das gibt es so noch nicht. Also ich habe das Glück, dass ich das testen darf. Es ist noch quasi in der Entwicklung. Es sollen verschiedene Grillbrote geben. Und das ist eins davon. Das ist zum Beispiel, das ist, hat ein Wahnsinnsaroma. Obendrauf ist Käse und Knoblauch ist damit verarbeitet. Und alles super fluffig. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal so ein Burgerbun für euch aufschneiden, um euch das mal zu zeigen, wie fluffig das ist. Wieso habe ich jetzt so viele? Ich kann sie gar nicht alle verarbeiten. Der Dietrich sagt, hier, ich schicke dir jetzt mal was. Schau euch mal die Farbe an. Alles natürlich, alles natürlich. Und hier halt auch, er hat ganz viele verschiedene Toppings. Das ist halt natürlich so, so was ganz Außergewöhnliches. So stinknormale Buns bekommt man überall, aber nicht sowas. So, ich werde mal einen aufschneiden. Schaut mal her. Und das, wir drücken drauf und es kommt wieder zurück. Einfach nur genial. Nicht nur die Farbe, sondern halt auch vom Geschmack. Wie ich schon gesagt habe, ich habe schon öfter die Burger Buns gegessen. Und eins kann ich noch sagen, bestimmt kommen die auch in den Shop. Der Dietrich hat die weltbesten Nussecken. Die Nussecken, die muss man einfach probiert haben. Freunde, das einmal zum Online-Shop. Ich werde euch auf jeden Fall den Online-Shop unten verlinken. Schaut vorbei. Kaufempfehlung, hundertprozentige. Und ich mache dieses Video, diese Produktvorstellung, weil der Dietrich ein Freund ist. Und der Dietrich hat gesagt, Valentin, willst du mir mal da helfen an dieser Stelle? Und ich bin da sofort Feuer und Flamme gewesen und wollte euch diese Sachen zeigen und vorstellen. Ja, wir wollen des Weiteren auch natürlich auch sofort die ganze Geschichte vergrillen. Ja, und ich habe was ganz Besonderes vorbereitet. Ich habe mir Markknochen organisiert. Wir sind ja alle heutzutage, oder die meisten sagen, von Nost to Tail, also von der Ohrspitze bis zur Zehenspitze sollen wir alles verarbeiten. Das machen wir auch, das kennt ihr auch von mir. Ich mache Sachen, die nicht jeder macht. Ich habe hier Markknochen, Röhrenknochen auch genannt, längs aufgeschnitten. Hier ist das Mark drinne. Das wollen wir uns jetzt zubereiten. Ich werde das Ganze jetzt hier auf die direkte Hitze stellen, den Deckel schließen und nach 10-15 Minuten muss da noch was gemacht werden und das zeigen wir euch gleich. Freunde, es geht weiter. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich werde jetzt rausholen. Das ist schon so ein bisschen angegart, aber es ist noch lange nicht fertig. Schritt für Schritt werde ich euch das jetzt gleich zeigen. Die sind sehr, sehr heiß. So, ihr seht, wo habe ich meine Gabel? Ihr seht, es ist jetzt schon leicht weich, aber es hat noch lange nicht diese Konsistenz, wie ich sie haben möchte. Aber ich möchte das Ganze auch so ein bisschen verfeinern. Ich wollte da eigentlich Öl drauf machen, aber das ist ja pures Fett, deswegen spare ich mir das Öl. Da kommt ein bisschen Salz drauf, vorab, so, und dann habe ich hier Pizza Pasta. Ich habe mich für diese Gewürzmischung entschieden, weil da halt alles drin ist. Schaut euch mal an, schöne Kräuter, das kann ja nur gut werden. Und ihr wisst ja, letztes Jahr die Stiereier, wir machen immer sowas Außergewöhnliches. Und diese Markknochen, längs aufgeschnitten, fragt mal bei eurem Metzger des Vertrauens, der hat sowas da. Das Ganze kommt jetzt hier so ziemlich direkt. Ich brauche Hitze von unten, eiheiß, dass quasi das Knochenmark von innen oder quasi im Knochen kocht oder gart oder grillt. Ihr seht schon sofort, das fängt sofort hier an zu blubbern.
Und ich muss das nur gucken, dass ich das gerade stelle. Ich stelle die nebeneinander, dass es mir nicht rausläuft. Ich mache jetzt den Deckel nochmal zu. Und wenn das Ganze anfängt, richtig da drinnen zu kochen, zu blubbern, ich werde zwischendurch mal gucken, dann ist das fertig. Und dann werden wir probieren. Natürlich werden wir noch das Grillbrot antesten, antoasten. Damit werden wir es essen. Freunde, bis gleich. Freunde, unsere Markknochen sehen super aus. Schaut her. Ich werde das Ganze jetzt so ein bisschen indirekt ziehen, dass es noch warm bleibt. Und in der Zeit werde ich das Brot kurz antoasten. Von beiden Seiten. Dann können wir gleich dabei bleiben. Denn die Kohle hat so eine Power. Geht ruckzuck. Wir wollen nur so ein bisschen. Deswegen halt auch Grillbrot, man kann es zum Grill essen oder man kann es sich halt auch antoasten und verschiedene Sachen machen. Wir können jetzt zum Beispiel da auch, wie heißt dieses mit den Tomaten und dieses spanische, keine Ahnung, da können wir auch uns drauflegen, Salat. So, ihr seht, das geht ruckzuck, nur kurz antoasten, damit uns das nicht alles durchweicht. So soll es sein. Es soll schön kochen da drin, schön gar werden. So, das ist fertig. Super fluffig auch. Ja, der Käse mit dem Knoblauch, der kommt richtig schön durch. Und wie gesagt, das ist noch nicht im Programm, aber ich darf es schon testen. Jetzt holen wir uns die Markknochen runter. Wie sieht das Ganze aus? Ich glaube, einen Handschuh lasse ich mal an. Wir möchten jetzt gerne hier dieses Innere haben. Das ist nicht viel. Aber das möchte ich jetzt hier aufs Brot schön verteilen. Mit den Kräutern gesalzen. Und dann mit dem super, super leckeren Brot. Ihr habt ja gesehen, wir durften schon mal naschen. Freunde. Als Appetitanreger, als Häppchen, wunderbar. Mit dem Käse am Brot. Klasse. Eine ganz einfache Geschichte, aber super lecker. Zum Glück habe ich kein Öl genommen. Die ganze Geschichte ist nämlich sehr, sehr fettig, aber sehr lecker. Und wir können alles vom Tier verwerten, wie ihr gesehen habt. An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bei meinem Freund, dem Dietrich, bedanken. Für die tollen Produkte und dass ich diese auch vorstellen durfte, einer von wenigen Leuten. Und ich werde euch den Online-Shop unten verlinken in der Videobeschreibung. Schaut vorbei und genießt einfach. Das sind Produkte, die schmecken, die mit Liebe gemacht werden und es ist keine Industrie. Es ist einfach wirklich unbeschreiblich. Das ist einfach Weltklasse. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bis dahin.